Bei mir ist der Generalsekretär der CSU, Martin Huber, den ich sehr herzlich begrüße, vor dem Parteitag, der ja spannend werden wird, was ich an den Themen sehe. Wenn wir uns mal anschauen, die Foren, die zusammenkommen, da ist auf Platz 1 Außensicherheitspolitik, Energie, Familie, Soziales, Schule und Bildung. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Präferenz? Alle vier Themen sind wichtig und es freut mich auch, dass der Zulauf so groß ist. Wir haben ja mehrere hundert Anmeldungen zu den Foren bekommen aus unseren Delegierten und das zeigt ja auch, wie groß der Wunsch ist, dass man sich einbringen kann. Und Megathema der Zeit ist natürlich Außen- und Sicherheitspolitik, natürlich auch das Thema Energie, aber auch die beiden anderen Themen sind ja Themen der Lebenswirklichkeit. Also ich würde thematisch alle vier auf gleicher Höhe sehen. Wir wissen ja nun gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen, sowohl als Bürger als auch als Politiker wahrscheinlich, bei all den Krisen, die uns umgeben. Und Sie haben Außen- und Sicherheitspolitik schon angesprochen. Wo sehen Sie da die CSU? Ja, die CSU ist hier der Anker der Verlässlichkeit, der Stabilität. Wir haben ja auch immer deutlich gemacht, dass wir zur Ukraine stehen. Es war ja nicht zuletzt auch der Druck aus der Union, der dazu geführt hat, dass dann auch die Bundesrepublik schwere Waffen in die Ukraine geliefert hat. Aber wir sehen natürlich auch, dass das internationale Gefüge auch von Bedeutung ist, was die Lieferketten betrifft, was die Wertschöpfungsketten betrifft. Und das, was wir jetzt auch im Land erleben, diese hohe Inflation, gerade heute kam ja noch mal die Meldung, dass die Inflation wieder über 10% liegt, hängt ja auch mit diesen globalen, mit diesen internationalen Geschehnissen zusammen. Wenn wir uns mal die CSU angucken in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, dann war da durchaus eine gewisse Nähe zu Putin und zu Russland zu sehen. Ist das jetzt abgeschlossen, dieses Kapitel? Wir fahren nach Russland, was teilweise ja von Edward Seehofer noch nach der Eroberung der Krim durchgeführt worden ist. Wir müssten hier erst einmal auch die Dinge etwas richtigstellen. Die Lieferverträge mit der damaligen Sowjetunion über Gaslieferungen wurden ja in den 70er Jahren abgeschlossen und sie haben sich über die Jahrzehnte hinweg weitestgehend auch als stabil erwiesen. Und mir sei schon der Hinweis erlaubt, dass es vor allem Gerhard Schröder war, der frühere SPD-Bundeskanzler, der ganz massiv auch Lobbyarbeit betrieben hat für Nord Stream 2 und für Putin. Und natürlich ist es jetzt das Gebot der Stunde, diese Abhängigkeit zu verringern, insgesamt die Energieversorgung zu diversifizieren mit einem starken Ausbau der erneuerbaren Energien hier bei uns, aber auch mit einer Diversifizierung der Lieferketten. Wir sind ja eigentlich dann schon beim Thema Energie. Da sind die Energieimporte bei 30% von Öl und Gas gewesen nach Bayern. Das muss ja reduziert werden. Das ist für Sie wahrscheinlich schwieriger als für andere Bundesländer. Das hängt ja auch damit zusammen, dass der Freistaat Bayern das wirtschaftliche Kraftzentrum der Republik ist und wir damals auch sehr viele Atomkraftwerke hatten, um eben auch die sogenannte Revierferne auszugleichen. Und wie gesagt, ganz Deutschland hat ja auch gut davon gelebt und tut es immer noch, dass der Freistaat Bayern so ein Kraftzentrum ist. Wir zahlen ja jetzt auch noch 9 Milliarden € in den Länderfinanzausgleich ein. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir in Zukunft eine starke und zuverlässige Versorgung mit Energie haben. Da geht es um Strom, aber auch in Zukunft um grünen Wasserstoff. Ist das denn jetzt auch eine quasi Neuorientierung? Wir haben vom Bundeskanzler gehört, das ist eine Zeitenwende, in der wir im Augenblick stehen. Zieht die CSU bei der Zeitenwende mit? Wir sind in der Tat in einer Zeit, die historisch ist, die ein regelrechter Bruch ist. Und natürlich gilt es hier auch, den neuen Herausforderungen zu begegnen. Und wir haben ja als CSU auch hier im Freistaat Bayern schon lange Zeit begonnen, die erneuerbaren Energien auszubauen und zu fördern. Das will man immer nicht so gerne hören. Es ist aber Fakt. Und neulich musste ja sogar Robert Habeck bestätigen, dass der Freistaat Bayern die Nummer 1 ist bei der installierten Leistung, bei der Menge Strom, die aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Also wir sind da gut dabei, aber wir wollen noch besser werden. Ja, und da gibt es doch immer Kritik an der CSU, die die Trassen verhindern würde von Norden nach Süden. Und deswegen müssten sie im Zweifel auf die Atomkraft wieder zurückkommen. Naja, so kann man das ja auch nicht stehen lassen, denn die Aufgabe des Netzausbaus liegt ja bei der Bundesnetzagentur, wo übrigens auch ganz interessanterweise ein früherer Grünen-Politiker, jetzt seit Frühjahr diesen Jahres, der Chef ist. Und der Netzausbau ist ja eine bundesweite Herausforderung. Insofern kann man da nicht nur den schwarzen Peter nach Bayern schieben. Und noch einmal, das, was Robert Habeck wochenlang erzählt hat, hat sich als glatte Lüge erwiesen. Es gibt keinen Sonderproblemfall Bayern, es gibt einen Sonderglücksfall Bayern. Das möchte ich schon auch mal sagen. Die Bayern glauben ja immer, sie sind die glücklichsten in Deutschland. Zumindest sagen Sie das. Gehen wir mal auf dieses Glück zurück, was Familie anbetrifft. Das ist für die CSU immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Familienpolitik, was ist da Ihre Priorität?
Es geht hier darum, was haben wir für ein Menschenbild und für ein Gesellschaftsbild. Und wir spielen hier nicht die einzelnen Lebensentwürfe gegeneinander aus. Wir sagen, die Frage, wie die Eltern sich entscheiden, wie die Kinder betreut werden sollen, ist einzig und allein eine Frage, die die Eltern zu entscheiden haben. Es geht nicht um die Debatte, was ist rückständig und was ist modern. Es geht um die Frage, welche Entscheidung treffen die Eltern für ihr Kind? Wollen sie sich stärker selbst drum kümmern oder wollen sie stärker Kindertageseinrichtungen in Anspruch nehmen? Wir ermöglichen in Bayern die Wahlfreiheit, denn es geht nicht um die moralische Wertung, wie es die Grünen gerne tun, wie sie gerne auch den Menschen die Lebensentwürfe vorschreiben wollen. Wir stehen hier zur Liberalitas Bavaria und zum Entscheidungsrecht der Eltern. Also wir sehen schon, wo die Antipoden da sind. Wenn wir den Parteitag jetzt noch nicht hinter uns haben, frage ich Sie trotzdem mal, wann sind Sie zufrieden und erfolgreich mit diesem Parteitag? Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt erst einmal voll dabei, dass ich hier meinen ersten Parteitag als Generalsekretär erleben darf. Es macht mir große Freude. Sie sehen es ja auch, die Beteiligung an den Foren ist ausgezeichnet. Ich glaube, unsere Delegierten freuen sich auch, dass das der erste Parteitag ist, der ohne Corona-Regelungen stattfindet. Ich denke, dass auch der Delegiertenabend heute ein schönes Wiedersehenstreffen wird für alle, die dabei sind. Also ich freue mich auf alle Fälle mal auf den Parteitag und bin guter Dinge, dass auch alles glatt läuft. Wünschen wir Ihnen. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute.